Mahlzeit, da drüben ist die Wolfsmine. Und ihrem Namen gerecht werdend ist sie von Wölfen bevölkert. Stollenwölfe, um genau zu sein. Aber Geldern braucht, was auch immer diese Mine abwirft. Deswegen müssen die Stollenwölfe weichen. Selbst wenn sie als Namensgeber für diesen Ort fungieren, die werden hier nicht weiter geduldet. Nee, sehe ich nicht ein. Zieht euch mein Schild rein mit dem Drachen drauf. Wenn ihr wissen wollt, warum ich den trage, dann zieht euch die vorherige Folge. Oh, ja, ey. Alter, das nimmt hier langsam Ausmaße an, die doch kritischer zu bewerten sind, als ich das von Anfang so mit meiner Laissez-faire-Einstellung angenommen hatte. Oh, Scavenger, ich muss aufpassen. Ach komm. Wozu habe ich denn das Ding hier? Zack, zack, zack. Ah ja, jemand hat auch geschrieben, ich soll eine. Wie heißt es? Eine Hellebarde verwenden, weil die eine extrem hohe Reichweite hat, was besonders, wenn man von Viechern umzingelt ist, sehr nützlich sein soll. Und auch ist, das stimmt. Ich kenne das natürlich. Ein Kumpel von mir, der das früher immer gespielt hat, der hat immer mit der Hellebarde gekämpft. Das weiß ich noch ganz genau. Vor meinem inneren Auge sehe ich immer noch, wie er fluchend durch Nordmar gerannt ist und, und mit der Hellebarde um sich gehauen hat. So, wollen wir mal sehen, ob ich von hier oben arbeiten kann. Ja. Ja. Wie er quietscht. Auch irgendwie mitleiderregend. Aber wenn es heißt er oder ich, dann heißt es natürlich ich. Gut, gut. So, ich denke, den Rest können wir von Hand machen. Ja, das war vielleicht eine etwas zu optimistische Einschätzung. Ne? Eventuell, schauen wir mal. Schau mal, wie Dinge sich entwickeln. Oh, hier wächst eine Mana-Pflanze. Es fällt mir sehr schwer, da vorbeizulaufen und sie nicht aufzuheben. Ich erinnere mich an diese Trolle dort. So, zack, die pflücke ich kurz im Vorbeigehen. Anschließend kippe ich mir den hier rein. So, jetzt Schwert raus. Zack, 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 zack. Okay, gut. Hauptsache am Leben bleiben. Ja, das Bitterste ist, bei sowas drauf zu gehen. Wenn es sich ein bisschen zieht und man dann nochmal hier rumrennen, heilen und so, alles okay. Aber alles okay, solange ich nicht drauf gehe. So, Eiswelle, cool. Allerhand mächtige Magie. Wird mir zuteil. Da, Gemana, Feuernessel. Wo sind die restlichen Wölfe, die ich über den Jordan gebracht habe? Oh, schau mal da. Kämpfen auch noch welche gegen Scavenger. Ich weiß nur nicht, ob das auch ein Stollenwolf ist oder ein normaler, aber egal, ich werde es gleich rausfinden. Und zack. Sehr gut. Ja, es ist ein Stollenwolf, also muss ich mich um den sowieso kümmern. Also im Rahmen. In Anbetracht dessen, kein Problem, dass ich jetzt hier auch noch in eine Keilerei mit ein paar Scavengern reingezogen werde. Soll sogar so sein, ne? Soll so sein. Und wird von mir auch dankend akzeptiert. So, dann tauche ich immer ab in die Abgründe dieser Mine. Das ist eine schwere Truhe, sehen anders aus. Das ist eine Metalltruhe. Verwandlung Wolf natürlich, was soll ja auch anderes drin sein? Nichts, was ist das? Nicht, da ist nichts zu. Guck mal, eine Goldmine und ein Amulett, was für eins? Harnisch-Amulett mit Schutzwerten oder Amulett der Magie möglicherweise. Das ist sehr cool, weil das so einen Schimmer um sich rum hat. Das sieht sehr cool aus. Das hat was Risen 1-mäßiges. Kamax-Artefakt, Stärke plus 5. Nee, besorge Nemrok, das Artefakt ist was anderes. Nämlich Nemroks Artefakt, das weiß ich noch. Das ist wirklich in Ruine drin. Die Ruine muss ich auf jeden Fall noch aufsuchen, wenn ich das haben will. Die Ruine im Norden, ich glaube hier irgendwo so. Schauen wir mal. Wie wir auf der Karte sehen, bin ich jetzt hier auch schon nahe Silden. Oh, Alter. Und das Geile an Urviechern ist auch, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Urvieh des Hochlandes, ja. Und Trolle gibt es dort auch haufenweise. Frage ist, soll ich die jetzt oder später? Na, später.
Sonst verzettel ich mich wieder in tausend Angelegenheiten. Erstmal nach Geldern. Und ja, ein paar haben es immer schon geschrieben. Geh mal endlich nach Okara. Was ich ja irgendwie geskippt habe. Ich habe damals diesen Typen dahin begleitet. Und dann habe ich dort nicht mehr viel gemacht. Weil ich wollte erstmal Montera abschließen. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt ist eigentlich die Zeit, sich um Okara zu kümmern. Und ich kümmere mich auch bald um Okara. Keine Sorge. Aber ihr seht ja, wie viel ich jetzt hier gerade an der Backe habe. Und dann kann ich jetzt die Gelegenheit, dass ich mir so viele Quests anbieten, auch noch nutzen, um Kohle zu sammeln. Und in Okara selbst kann ich dann direkt die Anleitung für die Crawler-Plattenrüstung kaufen, von der ihr mir geschrieben habt, dass es die dort geben soll. Und das ist natürlich eine feine Sache. So, hier ist ein Grundstöckel, wenn ich es richtig sehe. Und ich sehe es richtig. So, Ruine im Norden. Ich glaube, die war echt irgendwo da oben, oder? Nach Norden gehen. Übrigens, der Kompass ist gar nicht aktiv im HUD. Ich glaube, das liegt auch an den Sachen, die ich installiert habe. Da konnte ich, glaube ich, auswählen. Bezüglich des HUDs konnte ich Sachen auswählen. Ja, so ein Kompass wäre ich schon nützlich, aber ich glaube, den kann ich im Nachhinein. Na gut, ich müsste halt alles nochmal deinstallieren und dann nochmal drüber hauen, aber. Kompass ist an sich schon praktisch, weil ich dann nicht auf die Karte schauen muss, wo es nach Norden geht. Und ja. Er ist halt ein bisschen aufdringlich. In Risen 1 finde ich das eleganter gelöst, weil er da so schlicht designt. Oh, schlicht designt ist. So. Nashörner mitten im Wald sind in Myrtana kein so häufiger Anblick. Alter. Schau mal, also zum Beispiel, ich würde jetzt denken, ein Nashorn muss doch viel mehr aushalten als ein Ripper. Rein optisch, wie die Viecher aussehen, ne? Aber scheinbar ist es nicht so. Haben die auch Hörner? Ja. Horn eines Nashorns. Da können sie auch gleich hin. Nashorn könnten sie auch gleich hinschreiben. Ne? Nashörner heißen ja so, weil sie Nashörner haben. Okay. Ja. Ist das derselbe oder ist das noch ein anderer da hinten? Kräftiger Bulle, der dort grast. Ja. Ha. Sehr gut. 200 dann jeweils auch. Das ist eine feine Sache, doch, muss ich sagen. Schattenläufer sind da hinten auch unterwegs. Ja, mehrere sogar, glaube ich. Das hier ist so ein typischer Schattenläufer. Wald mystisch, mit alten Ruinen bzw. alten Steinsäulen und so weiter. Dicht, durchwachsen. Weil Schattenläufer sind ja irgendwie auch magische Kreaturen. Ich weiß nicht, in welchem Gothic-Teil man das lesen kann, aber irgendwo kann man das lesen. Und Alter, die halten eine Menge aus. Die halten so viel aus wie Ogre, wie ihr hier seht. Ja? Mal sehen, ob sie auch die 400 Erfahrungen wie die Ogre geben. Bin ich jetzt mal gespannt. 300, okay. Immerhin sind auch 600, wenn ich die beiden von der Backe habe. Ja, wetten, der rennt wieder irgendwie bescheuert außen rum. Das ist in Gothic 3 und Gothic 2 das komplette Gegenteil. In Gothic 2 rennen die alle überall hinterher und selbst wenn es eine Schlucht runter geht, dann springen sie halt runter. In Gothic 3 komplett 180 Grad Gegenteil, weil sie dann einfach überall rumlaufen, selbst um Dinge, um die man eigentlich nicht wirklich außen rumlaufen müsste. Ja. Ah, da oben ist ja die Ruine, cool. Zufällig da hochgeschaut und direkt erblickt. Genau das meine ich damit, dass einem in Gothic 3 die Dinge einfach so zuplätschern, ne? Okay. Ja. Und ich vertraue auch drauf, dass möglicherweise die letzte Milchkuh mir irgendwann so zuplätschert. Wohlgemerkt, ich vertraue nicht drauf, dass es sicher passiert, aber ich vertraue drauf, dass es möglicherweise passiert. Ja? Darauf vertraue ich. So, zack. Hey. Ja. Oh, oh Alter. Oh, das ist richtig spannend hier, Mann. Gerade noch in letzter Sekunde. Hätte ich hier jetzt kurz gezögert, Mann, dann wäre es zu spät gewesen. So, jetzt weiß ich immerhin auch, wo ich hin muss, um in der Ruine das Artefakt zu bergen. Aber ich glaube, da war... Ich glaube, da war auch einiges Viehzeug. Schattenläuferhorn und Nashörner. Ich wollte gerade schauen, ob die gleich aussehen. Nee, die sehen nicht gleich aus. Diese ganzen Trophäen und Fellsammlungen hier, ich genieße es richtig. Eigentlich wäre es richtig episch, wenn man sich in Gothic 3 eine Blockhütte rauslassen könnte und da dann jede Jagdtrophäe, die man so erbeutet, zur Schau aufstellen. Ne? Von jeder
Zumindest mal ein Exemplar. Rest können wir verscherbeln, aber so Sammlerstücke einfach. Schön zur Schau stellen. So, ab darauf. Jawohl. Da haut jetzt immer ein bisschen. Es gibt sicher. Ne, ich glaube, da oben komme ich nicht mehr weiter. Es gibt sicherlich auch einen besseren Weg, um dahin zu kommen. Ja, bestimmt. Aber ich fand die Vorstellung, das auf dem Wege zu regeln, reizvoll. Ne? Geht mir öfters so. So, das ist die Frage, wie kommt man da auf ordentlichem Wege hin? Wahrscheinlich noch weiter. Ich mache es jetzt mal wie die Viecher und NPCs in Gothic 3. Ich renne weiter außen rum. Ja. Nee. Hier irgendwo. So, ja. Lululululul. Na, hier geht's auch nicht hoch. Man, das ist eine ganz schön fiese Stelle. Bis man da mal hochkommt. Ich glaube, da habe ich schon öfters. Bin ich da halb verzweifelt dran. So, ich probiere jetzt hier mal noch mein Glück. Irgendwie geht's. Es ist halt. Es ist scheiße aufwendig, das so zu machen. Aber die Befriedigung, wenn man es schafft, ist dann groß. Andererseits zieht es natürlich auch runter, wenn man dann da hochkommt und merkt, okay, das ist noch nicht die Stelle, von der aus alles besser wird. Hier geht es noch nicht wirklich weiter. Ja. Und genauso an so einer Stelle bin ich jetzt rausgekommen. Okay, egal. Dafür kann man in Gothic 3 cool schlittern. Das ist auch so eine Sache, die es leider seit Risen 1 nicht mehr in Piranha-Bytes-Spielen gibt. In Risen 1 flitzte der dann ganz schnell einen Hügel runter, aber er schlitterte nicht mehr. Und das ist auch schade. Was soll das? Schau mal. Gameplay-Mechaniken, das ist doch ein Rückschritt, wenn man Mechaniken, die es früher gab, ausbaut. Das bringt nichts. Ja, dann halt nicht. Ich glaube, das ist eine schwere Truhe hier. Drachenwurz und Harnischkraut. Zwei wertvolle Sachen abgesahen. So, ich glaube, hier geht es zur Ruine hoch. Vielleicht werde ich auf dem Rückweg hier langkommen und die Trolle erledigen. Vielleicht aber auch nicht. Erinnert mich dran, wenn ich es nicht mache, dass ich nach... Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Dass ich nach Geldern und spätestens nach Okara, auf jeden Fall bevor ich nach Silden gehe, dass ich mich dann um diese Trolle dann noch kümmere, ja? Und Urviecher natürlich auch. So, hier, oder? Das sind die Wasserfälle von Silden. Die sind sehr majestätisch. Können wir gleich schon mal ein bisschen einen kleinen Blick drauf werfen. Und das ist natürlich ein Sumpflöcker, der alles ruiniert. Die ganze romantische Stimmung, aber was soll's? Ich habe jetzt keinen Bock, mich um den Zehnfach-Kinn-Heini zu kümmern. Ne? Sein Kinn hängt runter bis auf seine Zehen. Muss aufpassen, dass er nicht drüber stolpert. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo Waldläufer. So, hier bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Wege, wenn es darum geht, zu der Ruine zu kommen. Oh, ja, da ist es schon. Cool. Oh, diese Wiesen hier, sie sehen so weich aus. Schau euch das an. Das macht Gothic 3 wirklich grandios. Die schöne Darstellung weitläufiger Landschaften. Da hinten ist ein Warg. Oh, ja, klar. Klar wird diese Ruine bewacht von Schattenläufern. Muss mich jetzt auch nicht wundern. Das versteht sich von selbst. Was habe ich denn so an Magie, womit ich den zur Leibe rücken könnte? Gruppenhypnose, aber das werde ich für die goldenen Teller der Schamanen verwenden. Ja, als Ripper kann ich da auch nicht so viel ausmachen, denke ich. Aber, das ist jetzt cool, das anvisierte Tier gelangt und die Kontrolle des Helden, es wird ihm folgen, aber das will ich gar nicht, sondern Tier rufen. Tiere rufen. Der Magier hat die Tiere in seiner Umgebung auf das anvisierte Ziel. Das ist eine geile Sache, weil dann die anderen Schattenläufer hoffentlich auf den losgehen, ne? Boah, geil. Schau ich das an, wie... Okay, die kämpfen jetzt. Und der andere hat keinen Bock drauf, oder was? Naja, gut. Wie auch immer. Dann ziehe ich mir jetzt erstmal hier einen Mana-Trank rein. Dann mache ich auf den zweiten hier, mache ich Tier zähmen, sodass der mir dann auch helfen muss, quasi. Verstehe? Muss er ja eigentlich. Und zwar auf den hier. So, schaut mal. So, mein Freund. Du bist jetzt gezähmt, richtig? Das heißt... Oh, Alter, wie die gerade gegeneinander ihre Hörner gestoßen haben. Wenn ich den angreife, müsstest du theoretisch auch noch auf den losgehen, richtig? Ja, cool. Das ist ja mega geil. Ach, und der will quasi auch mitmischen.
Oder will der mich angreifen? Ja, will er. Okay. Ich verstehe. Der wurde scheinbar auch nicht von dem... Vor allem, warum heißt denn dem Zauber alle Tiere in der Umgebung? Oder nicht alle, aber die Tiere in der Umgebung. Ich sehe hier gerade nur eins, was für mich kämpft. Aber gut, dann sind die anderen in der Ruine wenigstens schon mal abgelenkt. Das ist schon mal die Hauptsache. Dann habe ich hier das Privileg, mich alleinig um dieses Exemplar kümmern zu dürfen. Das macht die Sache auf jeden Fall auch schon erträglicher. So, ist das jetzt mein Gezähmter oder... Ja, sehr gut. Lauf zurück. Nö. Was ist, wenn ich das sag? Greift er mich dann an? Ich weiß es nicht. Aber cool, den dressiert zu haben. Freut mich. So, jetzt schauen wir mal, wer hier mehr Leben noch hat. Er hat noch eine Menge. Er hat noch volles Leben. Er auch. So, jetzt das zweite Duell beginnt. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht ein Schattenläufer denn einem Schattenläufer? Werden wir gleich mal sehen. Ja, oh, schon gehörig, Mann. Nicht schlecht. So, bevor ich den jetzt über den Jordan bringe, werde ich natürlich nutzen, dass er an meiner Seite kämpft. Ich meine, so ein mächtiges Wesen wie ein Schattenläufer an seiner Seite zu haben, ist eine feine Sache. Und ich glaube, das hält auch für immer, oder? Ich hatte doch diesen Varan da, der dann gegen Reddok gekämpft hat. Und auf mich hat es den Anschein, als würde das ewig halten. Zack. Und dann kann der mir nämlich auch noch hier bei der Auseinandersetzung mit diesem Varg und wie schon immer in Gothic halten Varge und Wölfe natürlich zusammen. Varge sind ja nichts anderes als große schwarze Wölfe von Orks erschaffen. Sehr gut. Das ist cool. Das ist cool, einen Schattenläufer als Kollege zu haben. Kann ich das auch mit einem Troll machen? Ich weiß es nicht. So, schauen wir hier. Da ist auch noch, da schlummert auch noch Konfliktpotenzial in diesem Rudel. Ja. Ich bin gerade von meinem Schattenläuferkumpel nicht so überzeugt. Er steht blöd an der Seite rum und faucht. So, jetzt aber. Sehr gut. Besser spät als nie. Man muss nur mal ein bisschen Worte des Tadels über den verlieren und dann erkennt er auch, dass seine... Schau mal, ich habe sein Leben verschont, dass er an meiner Seite kämpfen kann, erwarte ich auch was. Geil wäre natürlich, wenn ich ihn jetzt für immer behalten könnte. Aber ich glaube, das geht auch nicht. Fläschchen. So, irgendwo hier muss Schattenzepter, da ist es. So viele Patches und Mods und alles draufgehauen und die haben sich alle möglichen Dinge angenommen, aber sie haben es bis heute nicht hinbekommen. Dieses Päckchen, was ein Schattenzepter darstellen soll, durch das Mesh eines richtigen Zepters zu ersetzen. Ich glaub's einfach nicht, ey. Also hier muss mal, wenn das irgendjemand sieht, der Patches macht oder Mods, wie wär's mal, wenn er die Sache noch in Angriff nimmt? Immer der Klassiker vom zusammengeschnürten Schattenzepter. Das ist einfach ein Platzhalter halt gewesen, ne? Bis sie ein richtiges Mesh dafür hatten, was es aber nie gab. Ey, die Wasserfälle sehen so bombastisch aus. Richtig schön. Na, mein Guter. Ja, fein. Gut. Habe ich Fernheilung? Weil dann könnte ich theoretisch den hochheilen. Ja, aber eigentlich hat er noch eine Menge Leben. Ich mache das lieber, wenn der kaum mehr Leben hat. Und ich will es ausreizen bis ans Maximum. Ich will echt so lange wie möglich davon profitieren, da ist nichts mehr zu dass holen. Er an meiner Seite kämpft. So, nebenbei habe ich hier auch noch ein Grundstück eingeheimt. So, okay, jetzt wollen wir mal sehen. Schattenläufer gegen Urviech. Waren hier oben nicht auch noch irgendwo Trolle? Ich dachte, hier wären irgendwo Trolle. Nee, aber Skavenger auf jeden Fall. Wie schön die hier grasen, richtig friedlich. Ich hau jeden einmal an, dass er weiß, was zu tun ist. So, jetzt geht. Jetzt wird's lustig. Guck mal, so von oben. Das ist wie Diablo. Wie die alle um ihn rumstehen und nichts tun können. Bam! Cool. Mit einem Streich die ganze Meute beseitigt. So gefällt mir das. Und was. Oh, schwarzer Troll sogar. Alles klar, Mann. Jetzt geht's richtig ab, Mann. Wart mal ab. Schaut mal jetzt. Das Duell des Jahrtausends. Nee, das Duell des Jahrtausends wäre eigentlich schwarzer Troll gegen schwarzer Troll. Aber ich weiß echt nicht, ob ich einen Troll zähmen kann, an meiner Seite zu kämpfen.
Da bin ich skeptisch, was das angeht. Aber ich will es mal probieren. Ich will es jetzt mal versuchen und am Ende lasse ich den Troll gegen den Schattenläufer antreten. Unmöglich. Ja, da habe ich mir schon gedacht, ey, das wäre auch ein bisschen zu heftig. Wie hat das gesagt? So, unmöglich. Das ist so richtig. Vergiss es. Aber das Gute ist, dass der schwarze Troll abgelenkt ist auf diesem Wege. Er weiß auch nicht, was er will, ne? Und somit seinem kleineren Kollegen nicht zur Hilfe eilt. Naja, ich denke, der schwarze Troll wird das Duell gewinnen, ja, aber trotzdem, wie gesagt, Ablenkung und so weiter. Okay, schade. Jetzt hätte ich eigentlich die Fernheilung zum Einsatz bringen sollen. Das ist der erste schwarze Troll, gegen den ich hier antret. Und ihr seht, auch bei dem wurde das Mesh aus Gothic 2 übernommen. Geilerweise. Ich habe Brandpfeile ein paar, ich denke. Gerade bei so einem haarigen Riesenviech. Sind die nicht fehl am Platze? Okay. Dann kümmere ich mich erstmal um den. Erstmal das Kleinvieh beseitigen, bevor der große Papa drankommt. Was coole ist, wenn der zuschlägt, dann. Oder wenn er zumindest diesen starken Schlag macht, dann bleibt er immer stehen. Oh ja. Aber nur dann, ne? Und das kann ich dann nutzen, um wieder Distanz aufzubauen. Zack. Schau mal, wie gutmütig der ist. Der wartet manchmal einfach so ein bisschen, weil er denkt, okay, das war's jetzt. Da muss ich mir jetzt nicht weiter drauf vertiefen. Dieser Mensch will mir gar nichts Böses, aber in seiner Gutmütigkeit liegt er da halt völlig falsch. Ne? Oh, und Trolle belasten einen auch mit einer Krankheit, wie es aussieht. Das heißt, da darf ich mir gleich nochmal einen Trank reinkippen. Ja, Alter. Ach, sehr gut. Manchmal muss man einfach schnell handeln. So, wo habe ich denn hier? Trankheit heilen. Mana füllen auch noch kurz auf. Und Leben auch. Zack, na hier ein bisschen Ragout. Das immer noch extrem lecker aussieht auf dem Bild. Ich kann es kaum fassen. Wie lecker das aussieht, ne? Richtige Freude, das mit anzusehen. So. Da hinten. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt wieder volles Leben. Ja, hat er. Okay, also hier wäre auf jeden Fall mal ein Blitzschlag, meiner Meinung nach. Keine Verschwendung. Blitz beschwören. Beschwöre ich jetzt einfach. Einfach. Nein. Okay. Warte. Gut, dann renne ich halt weg. Du bist der Boss. Mana muss ich kurz sowieso voll machen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Okay, das war eine Verschwendung. Weil der kaum Schaden dadurch genommen hat. Schade. Der hält echt einiges aus, man muss ich echt sagen. Also, mit dem Troll ist einfach nicht zu spaßen. Ganz einfach, Moment, Tier zähmen. Ich will mal kurz probieren, ob ich ein Urvieh zähmen kann. So, warte, ich lag kurz neu, weil jetzt renne ich weg und dann hat er wieder volles Leben und so. Roleplay schön und gut, aber so extrem niederträchtig muss man dann seine Spruchrollen auch nicht verschwenden, ne? Niederträchtig. Niederträchtig mir selbst gegenüber. Also. Okay. Ich will mal probieren, ob ich ein Urviech zähmen kann. Und wenn ja, dann lasse ich das gegen den Troll antreten. Also klar, der Troll ist nochmal viel, viel stärker als so ein Urviech. Aber wenn ich selber auch noch mit Pfeilen drauf schieße und Fernheilung benutze, mal sehen. Ja? Einfach mal schauen, wie die Dinge sich entwickeln. So, hier haben wir jetzt nämlich ein weiteres Urvieh des Hochlandes. Unmöglich. Na, schade. Das bedauere ich echt. Okay, ich kümmere mich dann erstmal um die Bestie hier. Erstmal will ich quasi den Snapper. Erstmal will ich das ganze Plateau hier bereinigen. Und am Ende kümmere ich mich um den König des Plateaus. Ne? Schau mal, das hält auch eine Menge aus, das Viech. Aber natürlich längst nicht so viel wie der schwarze Troll. Also der ist wirklich König des Berges. Ich glaube, das sind die stärksten Viecher des Spiels. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas Stärkeres lebt. Rohe Fleischwanz, wie die aussieht. Das wäre so ein richtiges Kotelett. Was mache ich eigentlich? Ja, genau. Ich wollte suchen nach irgendeiner krassen Magie.
die ich gegen die Bestie anwenden kann. Es ist so schön hier oben. Einer der unumstritten schönsten Plätze des Spiels, oder? Was meint ihr? Da. Jetzt hat er wieder volles Leben zum Durchdrehen hier. Und ich habe keine Mana-Tränke. Ich habe Mana-Tränke stark vernachlässigt, weil ich dachte so, ich bin kein Magier und alles. Beziehungsweise ich dachte überhaupt nicht, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Der gute alte Feuerball. Ja, mal gucken, oder? Ich meine, das Problem war jetzt einfach nur... So, jetzt kann ich nämlich auch den hier trinken ohne schlechtes Gewissen. So, wenn ich hier dann ein bisschen Vorarbeit leiste mit Magie, dann dürfte es danach mit dem Bogen auf jeden Fall nicht mehr so langwierig sein. Und genau so ist es. Sehr gut. 500. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Da sage ich danke für rohes Fleisch und viermal Zähne, diese ganzen Trophäen. Wobei, ich bin vorsichtig mit Trophäen verkaufen, weil später kann man auch scharfe Pfeile und dergleichen herstellen. Und da brauche ich entweder Zähne oder Krallen oder sonst irgendwas. Und drum bin ich da ein bisschen vorsichtig, wenn es... Oh, das ist nochmal eins, wenn es drum geht. Questerfolg, schattenhaft. Ich stehle nicht, ich leihe ungefragt aus, ja. Das ist irgendwas vom Questpaket und so weiter, was ich wahrscheinlich deaktiviert habe, die Quest, deswegen keine Ahnung. Okay, erstmal. Kleinkram beseitigen. Ja, eigentlich gar nicht so klug. Ich sollte die eigentlich anlocken und dann dafür sorgen, dass die alle auf den schwarzen Troll losgehen. Warte mal. Habe ich irgendwelche Beschwörungszauber und so weiter? Aber das ist auch schwierig so. Dann folgen die einem und dann in der Zeit den Zauber zu wirken, dass die auf den Troll gehen. Ich glaube, das kann man vergessen. Alter, das sieht so abnormal lustig aus. Wie er sich einfach diese... Hä, wo ist jetzt? Wie er sich einfach diese fette Pflanze reinzieht, die größer ist als er selbst. Guck mal da, die sehen im Spiel selber gar nicht so groß aus, aber wenn man die dann isst, dann sieht man erst, was das für Dimensionen sind. Ja? Gut. Ja, und schleunigst muss ich mir natürlich mein Rezept für Mana-Tränke rauslassen, dass ich die ab jetzt auch brauen kann. So, da ist noch ein einsamer Snapper. Hey, mein Freund. Ja. Okay, ganz ruhig. Sehr gut. Snapper Kräuter wachsen natürlich auch, wo der zugegen ist. Okay, und jetzt muss ich mal... Oh, lecker. Was soll immer, es sieht lecker aus und gibt auch ordentlich Leben. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie es aussieht im... Grütze. Wie es aussieht im Punkto Tiere beschwören. Habe ich da irgendwas? Oder gibt es das hier gar nicht mehr? Tiere rufen halt, ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, es ist halt dort oben nichts mehr an Tieren, die den schwarzen Troll besiegen würden dann, oder? Also von da, ich weiß auch nicht. Ich würde schon gern sowas wie so ein Skelettebeschwörer so nutzen, um den in die Knie zu zwingen. Da ist noch ein weiteres halt. Ich habe doch bestimmt noch Feuerbälle. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert gerade. Dieses Erfolgsrezept will ich weiterhin zum Einsatz kommen lassen. Zack. Scheiße. Das war leider Verschwendung. Leider, ja. Muss ich zugeben. Das war das Viech war einfach nicht ausgewählt. Okay, Mana plus 15. Habe ich noch irgendwas... Mana plus 7, soll ein Witz sein. Boah, weh, der heilt sich jetzt wieder auf. Dann bin ich mies gelaunt. Aber noch ist er in Sichtweite. Die Hoffnung besteht, dass er immer noch ein bisschen angekratzt ist.
So, schauen wir. Ach, nee. Und, nee, so lasse ich mich nicht behandeln, okay? Schön und gut, mein Geduldsfaden lässt sich dehnen, aber irgendwo ist auch der ausstrapaziert. So, und flutsch einmal schön durchladen, wenn ich bitten darf. Darf ich bitten? Ich will es doch hoffen. So, jetzt probieren wir das Ganze gleich nochmal. Und zwar diesmal ein bisschen, hoffentlich ein bisschen eleganter. Ja, diesmal muss ich gut darauf achten, dass das Viech wirklich anvisiert ist, bevor ich einen Zauber wirke. So, das war zum zuletzt etwas schwächerer hinterhergeschickt, aber egal. Das reicht mir schon an Schaden, den ich da gemacht habe. Um der Meinung zu sein, dass ich jetzt hier mal zum Bogen greifen darf. Ich muss nur höllisch aufpassen, wenn ich jetzt rückwärts weitergehe, dass ich nicht runterplumps. Ich meine, klar, ich habe Akrobatik und so. Ich würde schon überleben, aber dann müsste ich wieder hochstiefeln, dann hätte der wieder volles Leben. Und das wäre sehr ärgerlich. Sehr gut. So, Fleisch und Zähne, immer gute Sachen. Gute Sachen, die ich gerne mag. So, von hier, Alter, von hier oben hast du einfach eine atemberaubende Aussicht. Traumhaft. Und mit dieser Aussicht hier sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die diesen Kanal auf Patreon unterstützen. Und wenn ihr sehen wollt, wie der König des Berges in die Knie gezogen wird, dann schaut beim nächsten Mal wieder ein. Alles Gute euch. Ciao.